So Leute, hier ist wieder ExyoGLP und wir spielen wieder eine weitere Runde Critical Ops. So, wir joinen den Counter-Terrorists und wir spielen schon wieder Team Deathmatch, was eigentlich ich wollte. Aber ich sag einfach mal, wir joinen mit der U-Ratio der Sniper-Klasse. So, dann geht's auch schon los. Ich mag die U-Ratio zwar überhaupt nicht, dann habt ihr im 4. Sturmgewehr. Dann habt ihr M4 zwar viel lieber, aber sie ist realistisch am Nachladen, deshalb benutzen die meisten auch U-Ratio. Und ich habe das Gefühl, sie ist stärker. Ja, ja. Ich wollte gerade Waffe wechseln, aber was mache ich eigentlich? Aber ja, die Waffe braucht halt so scheiß lang zum Nachladen. Ich würde mich gerade hier die Double MXT rausholen, aber. Komm. Gesniped. Er hat mich zwar mit einem M4 erschossen, aber ich habe ihn eigentlich umgebracht. Man hat es ja eigentlich auch im Video gesehen, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung warum, aber die Waffe ist viel zu beschwerlich. Sie will einfach nicht schießen, wenn ich es will. Ich habe drauf gedrückt, als ich den auf dem Visier hatte und sie schoss einfach nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was los ist. Ich krieg einfach immer dreifachen Schaden. Ich bin mit einem Schuss sofort weg. Was ja eigentlich nicht so sein sollte. Also entweder ist Heck schon wieder alle, aber. Oder, keine Ahnung, mein letztes Video, Critical Ops hieß hier so, der ist weg. Ja gut, gemessert. Der hat vielleicht die Messermission gemacht. Vielleicht auch nur aus Spaß gemessert. Ich wechsle mal zur Double. Wow, geportet. Ich wechsle mal zur Double MXT. Ich habe gedacht, die hat gerade Customs. Skin. Ey, diese scheiß Player Collision. Ja, hier kann man nicht mehr vorbei. Ups, das war aus Versehen. Früher konnte man da noch vorbei, jetzt kann man es nicht mehr. Wer wäre eigentlich erschossen? Ach ja, klar, der mit dem Sturmgewehr hat auf einmal einen Sniper. Ist klar. So, ich guck mal, ob der Typ, der noch im Haus ist. Man kann immer noch durch die Tür schießen. Ach, klar. Klar. Ich weiß auch nicht, der Ton ist ein bisschen sehr leise. Jetzt sollte es besser gehen. Der Typ hat sich verpisst. Der ist einfach weg. Der Typ im Haus scheint auch nicht mehr da zu sein. Dann run ich hier mal ein bisschen durch. Da ist doch hier doch jemand im Haus, oder? Da ist er. Mein Teammate umgebracht. Spucken. Wow, hat der mich jetzt erschreckt.
So schnell konnte ich nicht zielen. Hier habe ich gerade eingezielt und dann war der da und dann hat er mich erschossen. Ach ja, ich hasse die Ratio. Die war viel zu lang zum Nachladen brauch. Die M4, 10, M14 ist nämlich zwar auch eine Sniper, aber eine automatische. Also die lädt automatisch nach, dass sie keine Patrone mehr im Magazin findet. Jo. Sonst noch jemand? Nee, och Mann, Alter, nee, ich hasse dieses Ding. Ist viel zu schwer. Braucht zu lang zum Nachladen. Guck mal, wie scheiß langsam man mit dem Ding läuft, Alter. Ich glaube ja auch nicht, was das Spiel gerade mit Waffe wechseln hat, denn ich will mal meine Waffe wechseln, aber es macht's nicht. Also nicht immer. Zumindest nie, wenn ich es brauche. Okay, die hat Schusskraft. Die M14 braucht, glaube ich, 2 Schüsse, um zu töten. Scheiße. Ich hab doch gewechselt, Mann! Warum lief der denn nicht? Sag mal, die U-Ratio ist nämlich die einzige Waffe, bei der man nicht wechseln kann, während man nachlädt. Normalerweise kann man nämlich auch die Waffe wechseln, während man nachlädt. Aber der U-Ratio geht das nicht. Ja. Spielen leider Team Deathmatch. Ich hab ihn angeschossen, hat man gesehen. Wir spielen ja leider Team Deathmatch, da gibt's leider ständige Respawns. Meine Controls waren weg. Meine Controls waren weg. Ich konnte nichts machen. Hat sich mein Bildschirm vielleicht jetzt aufkam? Nein, gut. Hab schon gedacht. Wollte ich zu der Waffe wechseln, wollte den abknallen, aber nö. Aber ich habe einen Teamkill mit jemandem gemacht. YOLO. Ist weg. Er ist weg. Oh Gott, meine Teammates. Die erschrecken mich aber auch immer. Ne. Ich kann eigentlich überhaupt gar nichts erzählen gerade. Weil ich gerade so ein bisschen konzentrieren muss. Ah, na klar, Alter. Warum nehmen alle immer dieselbe Waffe? Ich möchte für die Folge möchte ich unbedingt jetzt Sniper spielen. Und die Deathmatch geht das ein bisschen scheiße. Okay, beim nächsten Kill nehme ich glaube wieder die M4. Also das Sturmgewehr. Klar. Shotgun. Obwohl er eine Acid Rifle in der Hand hat. Und man auch Acid Rifle Töne gehört hat. Shotgun. Gut, ich habe gestern gespielt, da habe ich aber nicht aufgenommen. Da hatte ich auch jemand mit einem Shotgun-Sniper dabei. Mann. Achso, ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Ja, egal. Kann ich jetzt noch machen. So.
Sturmgewehr kann man ja voll und ganz drauf gehen. Ich arbeite auch immer mit der Map zusammen, um zu gucken, wo sterben meine Gegner, wo kann ein Gegner sein. Hier ist einer. Lieber nachladen vorher. Kann auch übrigens durch die Plane hier durchschießen vom Auto. Wollte ich nur noch mal gezeigt haben. Ich habe mich nämlich manchmal hinter dem Auto versteckt und mich gefragt, hä, warum kriege ich den Schaden? Man kann auch durch sämtliche Glasscheiben durchschießen. Ja, das passiert nämlich während man, also wenn man während der Aufladeanimation nachlädt, man muss, wenn man die Waffe zückt, nochmal nachladen. Ja, da und da bin ich tot, weil er durch die Plane geschossen hat. Das war vorher nämlich nicht so, dass man das konnte. Wow. Ist noch jemand? Ach, mein Gott, also, warum spiele ich alle mit dieser Scheißwaffe da? Das ist hier wie ein Splatoon. Werde ich auch ständig von einem und derselben Waffe getötet, zum Beispiel die Galon. Das wird aber erst noch im Online-Let's Play kommen. Wenn das Story-Let's Play dann zu Ende ist, was es bald sein sollte. Hi. Okay, doch. Nein, von hinten. Ich werde immer von derselben Waffe getötet, sag ich doch, genau wie in Splatoon. Immer dieselbe Waffe. Und warum lassen die mich denn alle alleine? Ich habe die Drohne noch getötet. Mann, warum zählt das nie, wenn ich jemanden töte oder kaum? Ich finde es immer witzig, das ist ein Sturmgewehr. Ja, warum laufen die so scheiße langsam? Gut, die Waffe ist schwerer, aber. Ah, hängen an der Scheißkante fest. Double Kill? Wirklich ein Double Kill? Da gibt es nämlich eine Mission, die man machen muss. Ich wollte eigentlich gerade nachschauen. Ein Double Kill muss man machen. Also, ein Double Kill zählt, wenn man einen killt und innerhalb 3 Sekunden noch einen killt. Das ist ein Double Kill. Ich habe übrigens jetzt gerade, dass ich die ganze Zeit das Mikro zuhalte. Oder fast zuhalte. Hier haben wir eine M14 liegen. Pass auf, die nehme ich sogar mal. Kann ich dir gleich zeigen. Da hat man es gesehen, die kann öfters schießen.
kommen diese dummen Schüsse eigentlich her, Alter? Ach da. Das war der Typ. Versuch mal ein bisschen durch die Plane zu schießen. Mann, warum lädt er denn nochmal nach? Als ob der schneller ist als ich, ja klar. Kann auch nur ein Speedhack sein. Na, da habe ich es mal kurz gezeigt. Gehabt. Hätte ich eh bestimmt in dem Video nochmal gemacht. Also, noch ein Double Kill, ja, Double Kill, complete. So, ich habe jetzt mein vollstes Magazin drin. Danach kann ich mich umbringen lassen. Jetzt habe ich mein letztes Magazin. Danach kann ich mich umbringen lassen, um wieder volle Magazine, also volle 4 Magazine zu bekommen. Oder ich mache einfach mit der Double Mix hier weiter, bis ich überhaupt keine Munition mehr habe. Oder ich lasse mich umbringen. So, ich weiß zumindest, wo ich stehe. Da war doch gerade noch jemand. Ist er gestorben oder hat er sich geportet? Sehr wie jeder Scheißhacker es hier macht. Porten. Ach nee, da. Ey komm, ich hab ihn doch auch umgebracht. Hat er mich gerade verguckt oder hat der gleiche Typ gerade, der mich mit einer M14 erschossen hat, jetzt eine SL Drive in der Hand gehabt? So, der Sound verändert sich übrigens manchmal, weil ich manchmal aus Versehen entweder das Mikrofon oder der Lautsprecher zu hatte. So, wir haben noch eine halbe Minute zu spielen. Länger wird das hier dann auch nicht mehr gehen. Hat den gekillt? Ich glaube schon. Ich gehe mal mit ihm mit. Nicht, dass er so alleine ist. Nice. Oh, shit. Ach ja, klar, steht auf einmal in mir. August, nee, ne, Augi, ich nenne ihn Augustin, also nicht wundern, auch wenn ich weiß, dass sie nicht so heißt, ich nenne sie immer so. Oh, der Sniping Skills. Come on, also sie ist gerade, mein Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, haben es manche echt immer auf mich abgesehen. Aber wirklich nur. Das kann aber nicht sein, Alter. Ich sag ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal, zum Beispiel bei Let's Play Splatoon oder so. Tschüss.
Oh. Vorher erst noch schnell das hier einsammeln. Aber nach der Werbung. So, Werbung schnell übersprungen gehabt. Und ihr seht, es ist verpufft und ich habe ein bisschen mehr Geld. Ja, das war's dann auch mit diesem Video von Critical Ops. Und wir sehen uns jetzt aber beim nächsten Mal wieder. Ciao.